Hello, dear Lighthouse Hearts. Hallo, ihr lieben Leuchtturmherzen. Nun ist es soweit. Now it's my turn. So I'm doing this in German and English, both languages, for my German friends to understand. So ich mache das hier auf Deutsch und Englisch. Auch für meine deutschen Freunde zum Verstehen. Ja, wie bin ich eigentlich hier gelandet? How did I land here in this vessel? It was really amazing. Es war wirklich sehr, sehr wundervoll. In this summer I met Antonia Daniek. She's going to be. To have her contribution at 8 p.m. UK time, at 9 German time. So, diesen Sommer habe ich Antonia Daniek getroffen und das war ganz wundervoll. Sie wird ihren Beitrag um 9 deutscher Zeit haben. Since then, my life changed, I can only say. It's like my life is different. Seitdem hat sich mein Leben verändert. Seitdem ist mein Leben wirklich anders. Ich habe Anfang des Jahrtausends schon Visionsarbeit gemacht. From the beginning of the millennium, I already did some vision work. But this was different. Aber das war anders. Antonia, she showed me how to feel into the vision of myself first of all. Antonia zeigte mir, wie ich zuerst in die Vision von mir selbst eintauche. Das geschah, indem ich erstmal mein Leben aussortiert habe. This worked out that I just sorted out my life and just went through every project, every friend, every happening and just looked at it, which I can let go of. So, ich bin also durch alles durchgegangen, durch die Projekte, durch die Freunde, durch ja, alles, was so passiert ist und habe geguckt, was ich jetzt loslassen kann. And that was a lot. I let go of friends, which was really very much painful. Ich habe Freunde losgelassen, was sehr schmerzlich war. I let go of my projects, as I used to do them. Ich habe meine Projekte losgelassen, so wie ich sie gemacht hatte. And I found something inside that was so precious.
I shared it in that group of Antonia in the forest of Munich. I shared it and said, this vision essence is happiness. And in the same moment, two butterflies appeared and surrounded me. So that was amazing, and that showed me that they are with me, those magical world beings. So, ich war also im Wald in Nymphenburg, im Nymphenburger Schlosspark, und habe dort ein Video gedreht für die Gruppe von Antonia und habe da erzählt, dass diese Visionsessenz Glück ist, dass diese Visionsessenz pures Glück ist. Und in diesem Moment sind zwei Schmetterlinge um mich rumgeflogen und haben mir bestätigt, dass es so ist. In diesem Moment. Und das war mein Zeichen, dass es so passt. So, after this video, it was just like a roller coaster afterwards, because I started my first lighthouse group in September with five amazing people from Switzerland and Germany. And I was very thankful to share the contents of Antonia's seminar. So thank you, Antonia, for that. And my own vision work that I had developed in the beginning of the millennium. So, jetzt mal auf Deutsch weiter. Jetzt muss ich überlegen, wo war ich denn? Das ging dann alles ganz schnell nach diesem Video, und dann habe ich die Leuchtturmgruppe gehabt ab September mit fünf wunderbaren Menschen aus der Schweiz. Ich sehe gerade, die Josie guckt zu, der Dominik guckt zu. Und noch der Andrea, der Monika und der Katrin aus Deutschland. Und ich konnte das dann gleich anwenden, und Antonia gab mir eben die Bewilligung, dass ich alles verwenden konnte von dem Seminar, und ich habe meine eigenen Inhalte auch mitverwendet. So, this was amazing to have this lighthouse group, and it finished in 2 weeks ago, I think, and Matthew, he visited our last call, and he was amazed by this family atmosphere there. And I was so happy that this was possible, and that I could now do what I always wanted to do, to work with groups. I was waiting for this for really 15 years, I would say. Matthew, thank you. So, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander auf Deutsch. Ja, also es war wirklich alles, was ich immer wollte, dass ich diese Gruppe machen durfte. Und ich hatte das Glück, dass Matthew beim letzten Zoom dabei war und und sagte, wir hätten so eine Familienatmosphäre. Das würde ihn sehr bezaubern. Ja, das dazu. Also ich danke allen meinen Helfern, und ich danke euch aus der ersten Leuchtturmgruppe. Ich danke Antonia und Matthew. I thank you all who have been attending this first lighthouse group, and I thank a big thank you to Antonia. She lives nearby me, and we met already once, and this was amazing. And thank you to Matthew. Also ich bedanke mich bei Antonia und Matthew auch nochmal. So, what I'm going to show you today is, I want to sing a song for you. So, was mein Beitrag heute sein wird, ist, dass ich ein Lied für euch singen möchte. Es ist auch ein Lied für meine Mutter und meinen Vater, die am 11. und 14. Dezember, also heute, ist meine Mutter vor 16 Jahren gestorben und mein Vater vor 4 Jahren am 11. Dezember. Und es ist auch für meine Ahnen, dieses Lied. Und es ist natürlich für euch alle. So, I'm going to sing a song
which is in homage of my mom and my dad. My mom passed away 16 years ago on this day, on the 40th of December. And my dad 3 days ago, 5 years ago. So they passed away in 1 week, a few years, different time. So this song came to me when I had a studio in Munich in an old house from the 18th century. It was the first house in Munich, Neuhausen, and it's so wonderful. It's just in the backyard of a main street in Munich, and yeah, with an apple tree in front and big windows, and it also had a chapel inside. And in this chapel, the song came to me. So, ich hatte vor vielen Jahren ein Atelier im Hinterhof in München-Neuhausen. Das ist das älteste Haus gewesen in München-Neuhausen aus dem 18. Jahrhundert. Und dort gab es auch einen Apfelbaum davor. Und dort habe ich dieses Lied empfangen, weil es hatte auch eine kleine Kapelle dabei. Und in dieser Kapelle habe ich das Lied bekommen. So werde ich das jetzt für euch singen. Joel hatte gesagt, als ich das letzte Mal gesungen habe, meinte, dass er dieses Lied als Ohrwurm dann hatte ein paar Tage. So, Joel, he said that he had to sing this song a few days after he heard it the first time. So, let's begin. Yes, you are. You are a shining star as you grow. You grow inside your heart, and your feelings are full of thankfulness, and your appearance is shining so bright. Yes, you are. You are a shining star as you grow. You grow inside your heart, and your feelings are full of happiness, and your appearance is shining so bright. Ja, du bist ein strahlender Stern, wenn du in dein Herz hineinwächst, und deine Gefühle sind voller Dankbarkeit, und dein Erscheinen strahlt so hell. Ja, du bist ein strahlender Stern, wenn du in dein Herz hineinwächst, und deine Gefühle sind voll von Dankbarkeit, und dein Erscheinen strahlt so hell. Whew. Thank you for witnessing this song with me. You are all these shining stars, all. You are all lighthouses. You are all miracles that deserve the dignity and the value that they give themselves. So, ihr seid alle diese strahlenden Sterne, ihr seid alle Leuchttürme, ihr seid alle Wunder, dem ihr die Würde und den Wert gebt, die ihr verdient habt. Und das könnt ihr euch nur selbst geben.
And that is only possible if you give it yourself, this value and this dignity. No one else can give you. Es geht wirklich nur, wenn ihr euch selbst die Würde und den Wert gebt. Es kann euch niemand anders geben. Because if somebody else gives it to you, it will always be a feeling of lack inside of you, because it is not generated through your essence. So, es ist wirklich so, dass wenn jemand anders euch das sagt, dann kommt es von außen und es wird immer aus einem Mangel kommen, weil ihr es euch selbst nicht zugestehen könnt. Ihr müsst euch das selber sagen, ihr müsst euch das selber geben, aus eurer Essenz heraus. Anders geht es nicht. So, what is this essence about? This essence is all you, is the commitment to be you. So, worum geht's bei der Essenz? Ja, die Essenz ist, gehst du eine Verpflichtung ein, dass du selbst bist. And that you hold yourself in truth and love. Und dass du dich umarmst in Liebe und Wahrheit. Umarmst in Liebe und Wahrheit. Ja, wie machst du das nun? How do you do this? Ja, you feel all your talents. You feel all that you are. As Iona said before, you feel the goddess, the priestess, or the male form. The princess, the magician, no, I don't know the English word, somebody who's a shaman. So, also es geht darum, dass ihr fühlt, dass ihr diese Göttin seid. Es geht darum, dass ihr fühlt, dass ihr die Priesterin seid, die Heilerin seid, die Prinzessin seid und auch natürlich die männlichen Formen dazu. And this is really important to feel that, to be in this value with yourself. Es ist wirklich wichtig, diesen Wert zu fühlen und den in sich selbst zu fühlen und den wahrzunehmen. So I'm going to share with you now two or three artworks that represent this, what I just said, the essence. So, jetzt werde ich mit euch ein paar Bilder teilen, die die Essenz zeigen und die, wo es um die Essenz geht. Ich drehe jetzt mal die Kamera um. Also, I just try to switch this camera. Ah, it worked out. Okay. So, this is the first one. Dieses ist das erste. I called it the crowning of the pure heart. Ich habe es genannt die Krönung des reinen Herzens. I just zoom in. So you can see the rose. So ihr könnt die Rose sehen. You can see the wings of the heart. Ihr könnt die Flügel des Herzens sehen. You can see the pearls on the feathers. Ihr könnt die Perlen auf den Federn sehen. And what is amazing, when I rolled out this modeling clay, was echt erstaunlich war, als ich die Modelliermasse ausgerollt habe. I saw the Statue of Liberty in this heart. Ich sah das, als ich es ausgerollt hatte, die Freiheitsstatue in diesem Herzen. So, I will show you another painting that I where I transposed this image onto paper, onto aquarellic paper.
Ich werde euch dann noch ein Bild zeigen, wo ich das übertragen habe auf Aquarellpapier. So, this heart is three-dimensional. Dieses Herz ist dreidimensional. I have a lot of sequins on them. Also ich habe Pailletten auf das Herz gemacht. That's a lot of work. Das ist sehr viel Arbeit. So, this is the hole. I show you. Just get it. So I just go back to this one. Here you can see my Statue of Liberty. Hier könnt ihr meine Freiheitsstatue sehen. The hand is also the flame. Die Hand ist gleichzeitig die Flamme. So, this one I showed you, and I just want to show you another one. Hopefully you can see it. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr mir mal kurz schreiben? Okay, also ich sehe es auf jeden Fall hier im Bild. Ja, this was an artwork. That came to me in 2006 or 2005, 2006, ja. Yeah. Das kam zu mir in 2006, dieses Kunstwerk. It is called Creation. Wird Schöpfung genannt. And I had the vision of being in Atlantis again, and in Atlantis, there were rooms where you could recharge your energy in rooms with precious stones and gemstones. So in Atlantis, ich hatte eine Vision von Atlantis, da gab es Räume mit Edelsteinen, da konnte man sich mit den Edelsteinen wieder aufladen. And so I decided to make a whole series out of this. Gemstone Artworks. Ich habe mich dann entschieden, eine ganze Serie aus diesen Edelstein-Kunstwerken zu machen. Maybe I just zoom into it. This is an Ammonite. Das ist ein Ammonit. Dominic will know about it. Dominic wird, wird das wiedererkennen. Because he received such an ammonite as an artwork. Er bekam so ein Schmuckstück in einem Kunstwerk. So, and we have this big crystal. Wir haben diesen großen Kristall hier unten. Das ist ein Achat, an agate, I think it is in English. So, and this is a really big one. It has the size of 120 diameter at 120 meters. So, es hat einen großen Durchmesser, es ist 1,20 breit. So, dann komme ich mal wieder zurück.
danke euch fürs Zuschauen. I thank you so much for watching this this contribution to the heart of the village. Ich danke euch, dass ihr den Beitrag angeschaut habt für das Herz des Dorfes. This term is very, very important also for me, because my firm is called Global Heart Projects, and this fits so well together, the heart of the village and global heart. All hearts in one heart is the global heart. So, das passt irgendwie gut zusammen, das Herz des Dorfes und meine Firma, die heißt Global Heart Projects, also globales Herzprojekte. Alle Herzen, die formen ein Herz zusammen. Ja, mit dem danke ich euch, dass ihr dabei wart und sage tschüss, bis bald. Okay, I like to finish this and thank you for watching and see you soon. Bye bye.